Einbären. Das ist schön, dass hier Einbären sind. Und alle... Hier ist ein Sechsbeere, guck mal. Sechsbeere? Was ist das für ein Schweinkram? Eine Sechsbeere. Haben die Bären etwa sechs? Schweine, Schweine, Schweine. Popeine, hier wird auch noch was mit den Schweinen der Piraine passieren. Ach, guck mal. Ein bisschen Loot. Tut immer gut. Ja, wie gut, dass ich das nicht den Vorgramm hab machen lassen, ne? Oh, Quellwasser, geil. Da vorne. Ach du meine Güte, ja, ja, ne. Da ist ein Vorgeplänkel der Sache, die ich nicht machen will. Wollen wir mal? Das ist nämlich jemand, der kann es gebrauchen. Das wird so lustig, das wird so lustig. Mach. Warum braucht er es wieder so lange verflixt? Ja, mach schon. Ich will den Kerl brennen sehen. Ihr werdet gleich wissen, warum. Er brennt. Er brennt. Er brennt. So. Na? Die Quest der Rattelshof wurde aktualisiert. Wir haben hier nämlich jemanden. Ich werde erstmal hier ein bisschen. Na? Der will gar nichts von uns wissen. Na, wie war es eben in den Flammen so? Also, ich mag den Ignisfero. Wenn nicht gerade meine Leute mit drinne stehen. So. Furzsalon von Streitsig. Puh, das war knapp. Erinnert ihr euch an den Kerl? Mit zwei Äxten in jeder Hand stürmte er und schlug ihm haha den Helm vom Kopf. Alter, ne? Also, der wird jetzt noch richtig Spaß machen. Oh, ihr seid es. Was treibt euch denn in diese entlegene Gegend? Ich helfe dem Rattelshof nach dem Angriff der Bestie. Eine noble Geste von euch, aber ich glaube, das wird nicht notwendig sein. Ich, Furzsalon von Streitsig, bin hier, um diesen armen Menschen zu helfen. Ich werde die Bestie stellen und im ehrenhaften Kampf zur Strecke bringen, so wie ich euch gerade aus den Fängen dieser Wölfe gerettet habe. Ja. Horsti, was sagst du dazu? Der Typ ist doch ein echter Furzsalon. Habe ich eigentlich nicht gerade euch gerettet? Nein, wirklich. Ihr müsst mir nicht danken. Aber ich muss zugeben, dass ihr euch tapfer geschlagen habt. Deshalb mache ich euch hier und jetzt ein historienträchtiges Angebot. Ihr dürft mich begleiten, wenn ich die Bestie, die den Rattelshof zerstört hat, bezwinge. Furzsalon, habt ihr meine Worte überhört? Ihr hattet schon eure Not mit diesen beiden Wölfen. Wie wollt ihr dagegen die Bestie bestehen? Die Bestie, ihr wollt wahrhaftig das Versteck der Bestie gefunden haben? Natürlich ist das sehr gefährlich, aber wenn ihr immer schön hinter mir bleibt, kann euch nichts passieren. Furzsalon wird euch schützen, alter Schwede. Ach, was soll's, ihr hört mir ja doch nicht zu. Führt mich zu dem Ort, an dem ihr die Bestie wähnt. Das ist die richtige Einstellung, dann folgt mir, mein Knappe. Alter, ich geb dir gleich Knappe voll auf die Pappe, ey. Gemeinsam werden wir die Bestie in ihrer Behausung stellen. Wir werden in der Tat eine Bestie stellen. Es wird aber nicht sie sein, die den Rattelshof verwüstet hat. Und hier Furzsalon wird euch noch zum Lachen bringen. Also gut, geht voran, Furzsalon. Ja, ach, das können wir mal machen. Ich werde da mal was vorbereiten. Wir rennen erstmal weg. Komm. Nein. Nein. Schön. Wir warten darauf, dass die Penner abhauen. Das sind Goblins und zwar eine ganze Menge. Ich glaube zwei Schamanen oder so. Wenn wir es geschickt anstellen. Haha. So. Alle wieder zusammen. Wir werden hier einfach mal abhauen.
Guck mal, da haben wir es schon wieder. Wir müssen uns gar nicht mit denen anlegen. Wir werden jetzt unseren Spaß haben mit den Feuerbällen. Na, willst du wohl? So, Freunde. Alle wieder versammelt. Und nach hier hinten. Die kommen nämlich nicht nach hier vorne. Ah, schon einer ist gefallen von den Goblins. Die werden nämlich gleich wieder abhauen. Weil Furzsalon greifen sie nicht an. So. Da laufen sie schon wieder weg. Wir werden die jetzt nach und nach rüsten. Ja. Ja, also, ich könnte sie auch stellen, aber ich habe überhaupt gar keinen Bock darauf. Das macht viel zu viel Spaß. Die Vögel einfach zu... von der Entfernung her nach und nach zu rösten. Mal sehen, ob wir zwei landen können. Schön, dass ihr da hinten bleibt, Kollegen. So, gleich ist wieder Friedensmusik. Furzsalon wird nämlich nicht angegriffen, das ist das Ding. Ah, wir können sie nicht angreifen jetzt. Wenn sie auf der Flucht sind, können wir sie nicht angreifen. Das macht Spaß. Ja, steht schön nah beieinander. Finde ich toll. So, und gleich noch einen hinterher. Und noch einer hinterher. Na, mach schon. So, diese Einschlagswelle hier. So, jetzt aber. Die brennen so schön. So, ich will ja, dass sie Furzsalon angreifen. Können sie jetzt nicht angreifen, weil sie auf der Flucht sind. Wenn sie nach da hinten laufen, seht ihr, können wir sie nicht angreifen. So. Jetzt dürfte es aber gehen. Nö. Müssen erstmal wieder bei ihrer Lagerigkeit ankommen. Jetzt aber. Und gleich noch einen hier. Und noch einen hier. Das macht so einen Spaß. Burn, baby, burn. We don't need no water, let the motherfucker burn. Ups. Warum? Ach so, weil nicht genügend Mana. Ja, krieg ich auf die Kette. Warum fallen die nicht um? Doofe Viecher. Ich glaube, wir machen das auf die
althergebrachte Tour. Okay, pass mal auf. Das dürfte jetzt aber funktionieren. So, weißt du, jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Jetzt gibt's aufs Maul. Formation! Ja, einkreisen. Schön auf die Formation. Formation! Volle Kanne drauf. Brecht ihren Widerstand. Aufgepasst! Ich bin trotzdem immer noch für die Knochen. Okay, irgendwie hat das eben. Für Ardo! Noch mehr. So. Alles klar. Und die liebe Kladdes. Candidus. Na ja, mach mal den Candidus hier. Die. Aber sowas von. Zeritus, Zeritus, Astus, so. Arquartus. Für Rutger. Ui, da brennen sie schon. Und verkommen. Verkommen, ne? Nimm das! Ey, wir haben eure Oger platt gemacht, ihr Spinner. Was denkt ihr eigentlich, was ihr für Chancen habt? Ah, wo ist denn unsere Bowlingkugel? Da. Ja! So. Da den Berserker nochmal. Zeritus, Zeritus. Volle Kanne drauf. Ich muss mir gleich nochmal meinen Tee. Na? So, wo sind denn deine Kampfansagen hier? Mach mal den Goblin hier platt. Der stört. Ja, der ist bald hinüber. Was sag ich denn? Ja, ach, das machen die schon ganz allein. Nimm das! Alter, wie sie hier alle rumliegen. Ist schon irgendwie Wildschweinzähne. Was macht der mit Wildschweinzähnen, der Vogel? Schlingenfalle. Endlich mal nicht so der Standard-Loot, ne? Zunderschwamm. Ja, die sind schon ein bisschen anders. Passt auf, wenn wir gleich Furzsalon ansprechen, was dann passiert. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon vorstellen. Also ihr habt ja gesehen, was er gesagt hat zu den Wölfen. Ne? Also was er über seinen Sieg über die Wölfe erzählt hat. Da könnt ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen, was er hierzu sagen wird. Ja. So, mal Furzsalon ansprechen. Er steht immer noch da vorne, feige in der Gegend rum. Nein, nein, er steht natürlich heldenhaft dort, ne? Alter, der Typ, ne? Ha, diesen Goblins haben wir es aber gezeigt. Was meint ihr? Ach ja, ich sag dazu mal nichts. Ich würde euch ja gern beipflichten, aber ich hatte das Gefühl, dass ihr während des Kampfes gar nicht dabei wart. Nicht dabei? Kennte ich euch nicht besser, könnte man meinen, ihr wolltet mich der Feigheit bezichtigen. Natürlich konntet ihr mein waghalsiges Ablenkungsmanöver nicht sehen, welches euch das Leben rettete. Die Rotpelze dachten, ich würde fliehen und sind euch in ihrer Verwirrung direkt in die Waffe gelaufen. So hattet ihr leichtes Spiel, während ich mein Leben riskieren musste, indem ich diesen Monstern den Rücken zukehrte. Wenn ihr meint, könnt ihr mich jetzt bitte zur Höhle führen, Parzalon, Furzsalon, Karz, Kack, Kack, Pratz, Putz, Putz. Gott, ey. Der Name passt aber auch wirklich zu ihm, ne? So Parzalon, das hört sich schon, das hört sich wirklich an wie irgendwie Blähung, wo so ein bisschen Land mitkommt, ne? So Igitt. Ja, aber genauso, was ist er auch? Also wirklich. Ja. Hier ist jetzt die angebliche Höhle des Ungetiers. Zum Fex.
Seht nur, der Eingang zur Höhle der Bestie wurde verschüttet. Das Biest muss mit seinem Schweif eine Lawine ausgelöst haben, als es sich in seiner Panik vor mir verkrochen hat. Ich fürchte, ohne einige helfende Hände ist hier kein Weiterkommen. Ach was, Fortsalon, zusammen können wir es schaffen, den Schutt hier zu beseitigen. Nun, natürlich bin ich ein starker Recke und auch ihr steht für einen Knappen gar nicht schlecht im Futter. Nichtsdestotrotz sollten wir unsere Kräfte für den Kampf mit der biedenhockerischen, was? Bestie aufsperren, sparen. Aber verzagt nicht, wie immer weiß Ritter Parzalon schon einen Weg. Warte. Die wackeren Bauersleute vom Rattelshof, sie können uns helfen, den Eingang freizulegen. Immerhin jagen wir die Bestie ja auch für sie. Ich bin sicher, sie brennen schon förmlich darauf. Das ist gut, sie brennen förmlich darauf. Der ganze Hof brennt, Kollege. Uns in der Schlacht gegen Geröll und Felsen zur Seite zu stehen. Geht stehenden Fußes zu Bauer Ebergrütz und erklärt ihm unsere Not. Alter. Ja. Das brauchen wir gar nicht erst zu machen. Was für ein aufgeblasener Stutzer. Wenn wir Glück haben, kommt die Bestie zurück und frisst ihn. Wenn sie nicht vorher an seinem dummen Geschwätz verendet. Vorgrimm wieder total mein Typ. Ja, ich mag den guten Vorgrimm. Er hat wirklich... Dieser Zwerg hat Stil. Und zwar sowas von... Alter, ne? Furzsalon, ey. Wirklich der... Da unten sind Kräuterlies. Die will ich haben. Gulmond, Belmart. So. Müssen wir wohl hier irgendwo runter. Ja. Okay, da ist der große Fluss. Wir müssten jetzt gegenüber von da sein, wo wir angekommen sind, das erste Mal in Talon. Also am Pilgerweg. Ach ja, ist das lange her. Oh, Feuermoos. Was? Moment, was war das? Das war doch nicht Feuermoos. Efeuer? Was? Eine Dukate aus Efeuer? Was war das denn für ein Schrott? Okay. Ich muss gleich erstmal meinen Tee süßen, weil... Mutter süßen. Weil mein... weil mein Kaffee ist alle. Wir haben übrigens schon über 3 Stunden 20 Minuten aufgenommen gehabt, als die letzte Pause war. Das heißt, wir müssten jetzt bei über 4 Stunden Aufnahmelänge sein. Ja, und da momentan ja immer noch nur alle 2 Tage Drakensang kommen. Ich sage das momentan extra, weil es könnte sein, dass sich daran was ändert. Ja, ich bin nämlich kurz davor, die englischsprachigen Let's Plays zugunsten der deutschsprachigen einzustellen, weil hier wirklich mehr kommt. Selbst hier Drakensang, was eigentlich ein ziemlicher Ladenhüter ist im Vergleich zu Minecraft Deutschland. Also selbst Drakensang zieht mehr Publikum an als beide englischsprachigen Let's Plays zusammen und ich sehe es einfach nicht ein, dass ich da noch weiter Zeit reinsetze. Es ist eigentlich ziemlich seltsam. Es gibt ja mehr Leute auf der Welt, die nicht Deutsch sprechen, also die Englisch verstehen, als es Leute gibt, die halt Deutsch sprechen. Und deswegen wundert es mich eigentlich. Und nein, so schlecht ist mein Englisch nicht. Erzähl keinen Scheiß. Entschuldigung, Stuhl natürlich. Da ist irgendeine Hütte. Die aber wohl irgendwie nichts enthält. Schade. Ja, Sache ist Rattelshof, ne? Natürlich wollen uns die Bauern vom Rattelshof helfen. Aber die haben momentan ein anderes Problem, weil... Ihr habt ja gehört, es ist eine Menge der Bauersleut verschwunden. Und die müssten wir erstmal finden, ehe wir da irgendwie hilfreich tätig werden können. Halt. Ich will da runter. Ach nee. Die hatten wir schon. So, was haben wir denn hier? Sag bloß, das ist schon die Brücke nach Prenzheim.
Ach, wen haben wir denn da? Ist das Archon Megalon mal wieder? Und wieder kreuzen sich unsere Wege. Ich sehe, ihr schätzt das Wandern genauso wie ich. Ja, das Wandern ist des Müllers Lust. Das Wandern... Warte mal, ich süße mal kurz meinen Tee. Ich mache hier wahrscheinlich erstmal eine Pause. Also ich werde dann hier schneiden.